Herzlich willkommen bei Enjoy Sport. Heute zu Gast bei mir der Gianreto Staub. Gianreto Staub ist Präsident des EAC St. Moritz. Gianreto, spielst du auch Hockey? Ich spiele sehr gerne Hockey. Ich habe es qualitativ nie so geschafft, dass ich sagen konnte, in einem Club die Stufen hochgehen. Aber sehr gerne, ja. Ihr seid ja einer der stärksten Clubs oder stärksten Club im Oberengadin. Wie sind ihr organisiert? Als Zweitliga-Club geht es natürlich nicht, dass du einfach Spieler einkaufst. Da haben wir geografische Probleme, da haben wir auch demografische Probleme. Wir sind so organisiert, dass wir durch den eigenen Nachwuchs leben. Das heisst, von ganz unten an, regional. Da haben wir Partnerclubs, also jeder Club, Zellerina, Samaden etc. hat Kleine, die es bereits in die Hockeyschule schicken. Und sobald es mehr Spass haben in der Hockeyschule, geht das Stufe für Stufe weiter. Am Anfang noch in diesen lokalen Gemeinden. Und irgendwann einmal geht es dann in den Profibetrieb St. Moritz, wo dann eben einen Cheftrainer fix angestellt hat. Und dann gehen die Stufe für Stufe durch. Bini, Bambini, je älter das werden sie dann aufgeschoben in der Altersklasse. Dann kommen sie auf Piccolo, Mosquito, Mini, Novize. Und wenn dann nicht die Lehre, die Schule oder irgendjemand einen Strich durch die Rechnung macht, kommen sie dann nicht zu den Junioren und Zweitliga am Schluss. Du hast vorhin erwähnt, Coach, der angestellt ist. Wie ist es denn bei den anderen Stufen? Sind das die Leute, die im Ehrenamt bei euch arbeiten? Oder wie sind ihr dort organisiert? Absolut. Zum einen braucht es einen, der den roten Faden bringt. Das ist bei uns ein Profi, der selber Nazi angespielt hat, Ueli Hoffmann. Mit den Kleinen seit über 30 Jahren zusammenarbeitet. Und da gibt einen roten Faden, was trainiert wird, aber auch wie die Stufentrainer sich stufengerecht danach weiterentwickeln können. Und im Prinzip sind das viele Papis, aber auch Volontaris, die einfach Spass haben, mit Kleinen zusammenzuarbeiten. Da kann ich hervorheben, zum Beispiel den Papa Micheli, der noch im hohen Alter mit viel Spass und Enthusiasmus mit den Kleinen auf die Eis geht. Das sind sehr viele Leute, die viele Stunden geben, um den Kleinen zu Hockeyspielen näher zu bringen. Eben Volontaris ist gerade angetönt, aber die braucht es nicht nur bei den Kleinen. Das braucht es sicher bis oben rauf. Haben ihr dort ein gutes Feld, sage ich jetzt mal, oder einen Haufen Leute, die euch dort auch kräftig unterstützen in diesem Bereich? Die stehen natürlich Schlangen, oder? Wenn ich jetzt am Moritz sage, dann können wir alle. Es ist extrem schwierig. Und meistens wachsen die Mütter und Väter mit ihren Talent wachsen die mit. Und wenn einer genug gut ist, dass er in Nazi A, Nazi B, Erstliga geht, dann meistens hört dann auch der Papi oder die Mami auf. Irgendwann einmal, wenn man ehrenamtlich viel geschafft hat in Funktionen, sagen sie, jetzt habe ich keine Lust mehr, das sollen die Jünger machen, andere machen. Nein, es ist sehr schwierig. Es ist sehr schwierig, die Stufen zu füllen. Und ich tue zwar weibeln und ich suche noch weiter nach begeisterten Helfern, aber es ist halt Zeit meistens. Es ist sehr schwierig, zum Leute zu finden. Zeitaufwendig. Das Ganze kostet ja auch sehr viel Geld. Wir haben nicht nur eine Mannschaft, sondern mehrere. Wie könnt ihr dort euch organisieren? Der Fokus oder der Sockel ist ganz klar Gemeinde St. Moritz. Und, ohne Gemeinde könnte man gerade den Laden schliessen und sagen, Drittliga-Betrieb, kein Profitrainer. Sie sprechen einen substanziellen Betrag, da bin ich sehr dankbar dafür, weil ohne die würde es nicht gehen. Sie sprechen viel vom Eis, also eine Eismiete wäre auch sehr, sehr teuer. Und der Rest wird alles privat und durch Sponsoring finanziert. Also wenn man ein Budget hat, 450'000, 500'000, dann werden da 350'000 durch Private gesammelt und durch die Rundenläufe, durch unsere Anlässe, die wir organisieren. Ja. 1. August, Dorffest unter anderem. Und ist sehr schwierig, aber bis jetzt halten wir es über Wasser. Wie ist es, um die Leute zu motivieren? Also die Sportler selber, eben sagst du 1. August oder die Runde, die sie laufen müssen. Können die alle dort gerne mithelfen oder ist die Tendenz eher, wie will Hockey spielen und das Restliche soll sich von allein organisieren? Wie ist das? Ich glaube, als letzte Massnahme würde ich dann den Diktator spielen müssen. Aber zum Glück ist es nicht so. Sie wissen, Zweitliga ist nicht wie früher, wo man auch ein bisschen bläuschen tut. Die Jungs, die gehen extrem viel trainieren. Meistens im Juniorenalter kommen sie in die erste Mannschaft und spielen bis zu 5 Spiele oder Trainingseinheiten pro Woche. Also sehr, sehr viel auf mich. Und geben für das Hockey geben sie alles. Und sie wissen, dass ohne die Infrastruktur, ohne die Unterstützung von uns in unseren Chargen, dass nichts laufen wird. Und darum wissen sie,
wenn wir einem Verein etwas geben, dann kriegen wir vom Verein auch etwas zurück. Und ich habe nie ein Problem, keine Helfer zu haben für einen Anlass oder einen Rundenlauf, da wird kräftig gesammelt. Ja. Schön. Es ist auch immer teuer für die einen Familien, zum Beispiel eine Ausrüstung zu kaufen, vor allem einen Goalie. Wie sind ihr dort organisiert und ihr Ware zur Verfügung stellen? Oder muss man genug Geld haben, wenn man ins Goal stehen will? Wie funktioniert das bei euch? In der Tendenz ist der Sport eher teuer, vor allem weil man schon bei den ganz Kleinen anfängt. Wir probieren natürlich Leute und Kinder anzuziehen, insofern, dass wir auch sagen, komm schnuppern, komm in die Hockeyschule, komm in unsere Stufentrainings. Wir haben ein Materiallager, super Materialchef, der diese Sachen extrem gut schaut. Also man kann Occasionsware testen, nutzen, kaufen, aber auch sehr günstig beziehen durch unsere Sponsoren. Wie ist die Zukunftsplanung jetzt in der zweiten Liga? Ist die Planung wieder, dass man in der ersten Liga B oder sogar A aufsteigt? Nazi A geht es wahrscheinlich nur im Fußball beim FC Hoffenheim. Oder? Wenn man niemanden hat, der richtig Geld spricht, dann kann man aufhören zu träumen. Ich denke, Zengadin hat zwei Faktoren. Drei Faktoren. Geld, Spieler, Halle. Und Geld könnte ich allenfalls als Erstliga-Budget mobilisieren. Spieler keine Chance. Weil jeder Spieler, der hier raufkommt, jetzt hängt hin, der braucht einen Job, der braucht eine Wohnung. In der ersten Liga will er vielleicht schon Batzen verdienen, weil die anderen zahlen bereits Löhne. Und das dritte, die Halle, das Reglement spricht uns irgendwann einmal das vor, dass wir eine Halle brauchen. Und die haben wir nicht. Kommen wir mal zurück zu den Spielern. Das heisst, die Spieler brauchen viel oder es ist schwierig mit Spielern. Aber die meisten oder sehr viele gute Hockeyspieler sind ja in St. Moritz ausgebildet worden. Also, wenn man die alle könnte mobilisieren und nach St. Moritz holen, wäre es realistisch, einen A-Club zu machen, neben dem, dass natürlich die Halle fehlt. Ich denke, realistisch ist die erste Liga. Der Rest, alle sagen ja, Nazi B sei die pleite Liga, also da geht es nur um Geld. Nazi A, da musst du extremes Publikum haben, das geht gar nicht. Erste Liga könnte ich mir vorstellen. Wir sind einer der wenigen Clubs, der noch durch eigene Junioren lebt. Alle anderen kaufen ein, machen Partnerschaften. Das müssen wir nicht zum Glück. Da ist jetzt unser Tal ein Vorteil, dass nicht alle abhauen können, gleich zum nächsten. Aber wir machen extrem viel für die Jugendförderung und das haben wir uns auf die Kappe geschrieben. Wir wollen die Jungen weiterbringen und darum ist es nicht erstaunlich, dass 16-, 17-, 18-Jährige, wenn sie das Talent haben, wenn sie ihre Schule absolviert haben, dass sie dann halt richtig Zug, Kloten, Davos, wohin auch immer gehen, ist verständlich. Was ist deine Meinung zum Stand im Hockey Kanton Graubünden, jetzt ein bisschen grösser? Wir haben natürlich den Meister im Kanton, Davos. Wir haben ein Chur, das in der ersten Liga spielt. Eine Rosa, die noch in der ersten Liga spielen darf. Ich glaube, der Hockey hat generell durch den Erfolg auch von der Nazi Aufwertung gewonnen. Man hat natürlich viel Konkurrenz mit anderen Sportarten gekriegt. Aber wenn ich die Anzahlen der Kinder schaue, die im Club sind, muss ich sagen, immer mehr Hockeyaner. Das macht Spass. Was ist die grösste Herausforderung jetzt für euch in der nächsten Zeit? Aus Sport? Oder Wunsch, ja, den ihr hätten für den Club? Wunsch Nummer eins ist natürlich die Halle. Wir haben keine Halle und die Halle haben wir seit Jahrzehnten nicht. Und zum anderen ist es natürlich, dass wir immer genug Spieler haben und Sponsoren, die uns unterstützen, dass wir den Zweitliga-Club auch für nächste Generationen so weiterbehalten können. Ja, dann komme ich nochmal zurück zu dem ersten Punkt, den du gesagt hast, die Halle oder das Dach. Ist das aus deiner Sicht realistisch, in den nächsten paar Jahren irgendetwas zu realisieren? Ich kann über die Realitäten fast nicht reden. Also ein Wunschtraum ist es auf jeden Fall. Im 2018 sind wir 100 Jahre alt. Und ich habe mal geäußert den Wunsch, dass ich dann gerne eine Einweihung hätte oder unter einem Hallendach spielen könnte. Darum habe ich einen Verein gegründet, als Privatperson und nicht als EHC-Exponent. Auf der Strasse, auf der Ludeins, sonst überall, wo mich anspricht, wenn kommt die Halle, wo ist das Dach, es ist kalt, Spiel verschieben, Witterung. Viele, die halt nicht können Hockey spielen im Winter. Und auf das aber habe ich gesagt, fertig, reden und schwafeln. Ich möchte jetzt der Politik zeigen, dass es eben gleiche Priorität ist.
und habe Pro Eishalle Engadin einen Verein gegründet, wo ich Geld sammle und anhand der Mitgliederzahlen auch zeigen will, es ist ein Thema und ich möchte das politisch priorisieren. Ja, dann hoffen wir, dass wir die 2018 hier wieder begrüßen dürfen mit der Eröffnung dieser neuen Halle, wenn das Projekt dann zu fliegen kommt. Ich hoffe, dass wir uns dann gerade in der Halle sehen. Danke vielmals. Danke vielmals fürs Reinschauen, Gianveto. Das war es für heute mit Enjoy Sport. Danke vielmals fürs Zuschauen. Für weitere Informationen zu Enjoy Sport und Enjoy St. Moritz unter www.enjoysstmoritz.ch. Ade miteinander.